sie stolz auf das, was sie erreicht haben. Und ich wünsche halt denen, die uns verlassen, weil sie jetzt einen Diplom- oder Masterabschluss haben oder vielleicht nach einem Bachelorabschluss in den Beruf auch gehen oder eine andere Universität anstreben, alles Gute für den Lebensweg. Ich freue mich natürlich dann auf die Studierende, die ja uns ja noch gar nicht verloren gehen, die also einen Bachelorabschluss haben und dann in einem unserer Masterstudiengänge ja weiter studieren und die dann die Freude haben werden, in einer vergleichsweise überschaubaren Zeit wieder eine solche Examensfeier erleben zu dürfen. Das soll aber von meiner Seite her genügen. Das ist unsere erste große Rede zu einem so wichtigen Anlass und vor einem so großen Publikum. Natürlich haben wir bereits zum Beispiel bei Professor Zendes oder Professor Koppel-Klein in vielen Fallstudien und Übungen gelernt, wie man richtig präsentiert. Und daher wissen wir, dass bei jeder Präsentation fängt man mit einem Zitat an. Das Zitat ist von Alexander Saheb, einem deutschen Journalisten und Buchautor, und sagt: Die Vergangenheit ist die Wahrheit. Die Gegenwart ist ein Zufall und die Zukunft ist ungewiss. Ist eine Theorie. Praktische Erfahrung konnte man hingegen auch im Bereich der internen und der externen Praktika sammeln. Ich persönlich habe ein internes Praktikum bei Professor Scholz bei Audio-TV gemacht. Als Moderator hatten wir 12 Wochen lang jede Woche 30-minütige Sendung zusammengestellt. Dies war eine sehr lustige und interessante Erfahrung, für die ich auch sehr dankbar bin. Was die Zuschaueranzahl angeht, haben wir aus Datenschutzgründen nie Informationen enthalten, aber ich bin mir sehr sicher, dass es ca. 17.000 Studenten gewesen sind. Wer weiß das Gegenteil? Julia Laufer. Pascal Lerle. Michelle Müller-Bach. Vanessa Musel. Chantal Laumann.